Willkommen zur ultimativen Mob-Hunt Challenge. In dieser Challenge bekomme ich ein zufälliges Mob vorgegeben, welches ich in einer bestimmten Zeit töten muss. Bekomme ich zum Beispiel eine Kuh, so muss ich diese finden und töten. Schaffe ich das, bekomme ich einen Punkt und muss ein neues Mob suchen. Nach 5 Mobs werden die Mobs, welche ich töten muss, immer schwerer und schwerer, bis ich am Ende den Mob wie bei einem Vindicator oder einem Wheelskill töten muss. Bleibt auf alle Fälle bis zum Ende dran, um zu sehen, wie viele Punkte ich bekomme und welche Mobs ich alle töten muss. Also auf alle Fälle ein Like und ein Abo für diese schwierige Challenge da und jetzt viel Spaß mit dieser Challenge. Ja, und damit willkommen zu dieser kleinen Challenge. Ich habe jetzt mal programmiert und zwar hier einmal eine Mob Hunt Challenge, bei der man versuchen muss, die Mobs so schnell wie möglich zu killen. Und hier einmal im ganzen Gameplay jetzt einmal. Wir haben hier einmal ein Challenge Startum Item. Die können wir einmal rechtsklicken und dann starten. Sagen wir starten einmal ganze. Zack. Hier ein bisschen Text. Können wir einmal durchlesen. Und dann geht es auch schon direkt los. Wir haben jetzt 5 Minuten Zeit, uns auszurüsten, um ein bisschen Stuff zu kriegen, also ein bisschen Schwerter, Essen und so weiter. Und dann geht es also richtig los. Heißt, sobald die 5 Minuten rum sind, kriegen wir einen Mob unten angezeigt. Dann haben wir eine zufällige Zeit, bei der wir dann versuchen müssen, das Mob so schnell wie möglich zu killen. Dabei kann alles kommen, es kann auch Villager kommen, es kann alles dran kommen, außer die neuen Mobs in der neuen Version, die kommen nicht dran, weil es nicht eingebaut worden ist, aber der Rest kommt soweit dran. Genau. Was natürlich sehr optimal ist, wenn wir was finden würden, wäre ein Dorf, weil da gibt es viel Essen, da gibt es eine Schmiede und so weiter. Und die könnten wir einmal suchen. Und ich glaube, vielleicht finden wir auch was noch in der Zeit, sonst müssen wir gucken, weiterkommen. Und wir haben noch als Bonus 2 Joker im Inventar. Das heißt, falls wir einen Mob nicht finden würden, wo wir wenig Zeit haben, könnten wir einmal hier dann einen Joker verwenden, das einmal zu überspringen, um quasi einfach zum nächsten Mob zu kommen, dass es nicht sofort abbricht. Mal gucken, was wir schaffen werden. Und je weiter wir kommen, desto schwerer wird es auch. Das heißt, ab dem bestimmte Anzahl an Punkten, die ich gerade nicht mehr weiß. Ich glaube 5 oder so wird es schwerer, heißt noch mehr Mobs kommen dazu in den Pool von dem Zufall, wo dann zum Beispiel rankommen kann, noch Nether Mobs oder sowas, wo es dann wirklich schwer wird, um die Monster auch wirklich zu killen. Und so geht es immer weiter. Wir kommen auch später in der Elytra mit unendlich Raketen, um einfach zu gucken, dass man da dann schneller vorankommt. Weil wenn ihr dann in den Mansion müsst oder einen Outpost finden müsst, und ihr müsst laufen für 10 Minuten. Das wäre ja auch nicht so optimal. Das heißt, ihr habt dann hier ein bisschen Vorteil noch oder ein bisschen Bonus, um leichter voranzukommen. Genau, aber ich kann da gerne mal einen Multibär machen oder versuchen, im zweiten Video noch mehr höhere Punkte zu bekommen wie im letzten Video. So Sachen kann man natürlich hier gerne machen. Da geht es auch schon los, die erste Runde. Wir müssen einen Chicken killen. Heißt, wir suchen noch schnell einen Chicken. Das müsste vielleicht da im Wald sein. Das wäre vielleicht am optimalsten da zu suchen. Da ist ein Schaf. Wir brauchen aber kein Schaf. Wir brauchen einen Chicken. Wir müssen natürlich jetzt jede Koordinate für jede Struktur, die wir finden können, die nachher später wichtig wäre, auch aufschreiben, dass wir da auch wirklich gut schnell hinkommen. Aber ich denke, ein Chicken sollte jetzt nicht das größte Problem sein von allem. Da ja Chickens eigentlich immer überall spawnen, da ist es schon so, direkt hier hinkommen. Zack. Wir haben einen 10 Sekunden Cooldown, um uns kurz neu zu equippen, neu zu sortieren. Und dann geht auch schon direkt los. Und was kriegen wir für ein nächstes Mob? Wir kriegen hier ein Tintenfisch. Da hier war doch sogar mehr nebendran, oder? Ja, da ist noch ein Ozean. Da müsste auf alle Fälle ein bisschen einen Tintenfisch geben, dass wir ihn schnell holen können. Als ob es hier keine Tintenfische gibt. Das kannst du keinem erzählen. Da ist noch ein Dorf. Sieht aus wie ein zerstörtes Dorf. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Da ist ein Tintenfisch. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft, einen Tintenfisch zu killen. Let's go. Was wird das nächste Mob sein?
Noch ein Tintenfisch. Natürlich, für dich hole ich den auch noch. Zack. Und schon den dritten Mob geholt. Was kommt nun dran? Noch ein Tintenfisch? Wait, what? Dreimal back to back? Ich meine, das ist schon möglich, aber das ist ja wirklich verrückt. Wir haben jetzt drei Tintenfische hintereinander getötet. Ich hatte, dass da nur zwei gespawnt sind. Da ist ein dritter. Let's go. Nehmen wir auch noch mit. Zack, zack. Und schon geht's weiter zum nächsten Mob. Was wird es sein? Ein Pferd. Ein Pferd sollte auch machbar sein. Da die auch eigentlich überall spawnen gefühlt. Und die können wir auch locker mitnehmen. Vielleicht finden wir sogar in dem Dorf noch eins. In diesem zerstörten. Oder spawnen ja auch manchmal Pferde drin. Sonst rennen wir einfach ein Stückchen weiter. Das wird auch möglich sein. Ich würde dahingehen wissen, dass da mehr Mobs spawnen können. Aber nach Pferd sieht es aktuell noch schlecht aus. Aber da kann man gut holen. Weiß auch gar nicht, ob man ab 5 schon eine schwere Stufe kriegt, ob man ab, dann erst ab 10. Ich habe das eben auch schon, wie gesagt, schon ewig programmiert gehabt mal und das weiß ich auch nicht mehr, wie genau das funktioniert hier. Aber wir müssen gleich noch ein Pferd finden. Bestimmt hier. Es gibt bestimmt auch welche in diesem Biom. Schreibt auch gerne mal eure Meinung den Formaten in die Kommentare. Würde mich auch sehr interessieren, ob euch das gefällt. Ob ihr auch mal sowas mitmachen möchtet oder wie es aussieht bei euch. Da ist noch ein Dorf. Oh mein Gott. Da sind Pferde. Wir haben noch kurz Zeit. Wir haben noch 1,5 Minuten. Das heißt, wir müssen schnell noch hier ein bisschen Essen machen, dass wir auch mehr rennen können und nicht dauernd Essensprobleme haben. Das wäre einfach sehr, sehr wichtig. Und so können wir das halt auch sinnvoll nutzen. Solange hier der Timer noch runterläuft und wir kein schwereres Mob haben, können wir das schnell machen. So, ein bisschen Brot. Wir haben jetzt fast ein Stack Brot. Das ist perfekt. Ja, die merkt man, dass wir verstehen. Die brauchen wir nicht mehr. Hier wäre noch ein Eisenkohle. Machen wir mal hier. Zack. Dorf. Zack. Und schon geht es weiter. Wir töten das Pferd. Sorry. Schwierigkeitsgrad. Mittelschwere Mobs. Mit dieser Elytra kannst du schnell deine Aufgaben erledigen. Sollte sie kaputt gehen, bekommst du sofort eine neue. Nutze die 5 Raketen sinnvoll. Crafte dir neue, falls du mehr benötigst. Cool, wir haben es hier. Raketen und eine Elytra bekommen. Um schneller voranzugehen. Aber für ein Schaf. Bin ich dir ganz ehrlich, brauchen wir jetzt keine Elytra. Und die leichten Moves können trotzdem auch drankommen, selbst wenn sie hier, wenn es helfen heißt, es kommen nur noch mittelschwere Mobs dran, können trotzdem diese einfachen immer noch drankommen. Wichtig zu sagen, damit das auch klar ist. Was kommt jetzt? Ein Pferd. Ja, easy. Wir haben ja gerade hier ein Pferd getötet und das können wir auch direkt mitnehmen. Und so mag ich das, wenn das Spiel so einfach gönnt. Zack, zack, Two-Hit und weg. Das war easy. Weiter geht's zum nächsten. Und zwar eine Katze. Wie gut, dass wir gerade in einem Dorf sind und hier Katzen sind. Zack. Und schon erledigt. Wir haben gerade sehr viel Glück, Leute. Das kann auch echt anders werden. Aber nächstes Mob ist eine Biene. Ja, wir hatten ja gerade noch Bienen gesehen an diesem Baum hier unten. Da fliegen wir mal schnell hin. Da hatten wir auch wirklich Glück, dass die hier sind. Hätte auch anders gehen können. Zack. Wir haben zwar ein bisschen Gift bekommen, aber egal. Hab.
Und jetzt geht es weiter zum nächsten Mob, und zwar ein Skelett. Ja, jetzt wird es spannend. Ihr müsst jetzt in eine Höhle runter oder auf Nacht warten. Nacht ist noch nicht so gut. Heißt, wir müssen eine Höhle suchen. Ui. Nicht so eine Höhle. Und zwar eine Höhle, wo Skelette drin spawnen können. Dafür haben wir natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Wir können jetzt einfach runtergraben. Was ich aber ehrlich gesagt nicht machen möchte. Wir können aber trotzdem hier ein bisschen rumrennen und gucken, ob wir einen Höhleneingang finden. Da drüben zum Beispiel sind Eingänge. Da könnten wir hingehen und die schnell holen. Da spawnen auch immer Mobs eigentlich drin. Das heißt, wir können da schnell gucken. So. Perfekte Landung. Let's go. Oh ja, das sind gute Höhlen. Nehmen wir ein bisschen Kohle mit hier. Später braten. Jetzt kommen, wo sind die Skelettis? War ja klar, dass das keine richtige Höhle ist. Ich hab's fast erwartet. Da geht es vielleicht noch runter. Was ist das für eine Höhle, Mann? Vielleicht haben wir hier Glück. Also die geht auf alle Fälle tiefer. Ja gut, also wir gehen weiter auf alle Fälle. Wir haben es doch markiert hier. Aber es kann eben sein, dass wir trotzdem hier noch eine Höhle vorher finden. Da aber nicht. Das Meer, das wollen wir nicht haben. Das kann sich auf alle Fälle sehen lassen. Da ist ein Skelett. Let's go. Wir haben ein Skelett bekommen. Let's go upon here. Schnell raus. Als nächstes kommt, was für ein Mob dran? Es kommt dran. Ein Ozelot. Wo spawnen Ozelots? Im Dschungel, oder? Heißt, wir müssen jetzt einen Dschungel suchen. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Ja gut, also das kann jetzt dauern, weil einen Dschungel zu suchen. Ich kann aber nur gucken, aber ich glaube, es kommt nur in einem Dschungel. Ocelot. Minecraft. Ocelot. Vorkommen. Aus wie in einem Dschungel. Ja gut, also das ist natürlich kritisch. Wir hätten noch gar keinen Dschungel hier. Wir sollen einfach skippen, Leute. Okay, wir skippen einfach mal. Bam. Mob wurde überspringen. Du hast nun unendlich viele Raketen. Das ist natürlich perfekt, Leute. Unendlich Raketen plus unzerstörbare Elytra. Das ist natürlich perfekt. Wir brauchen einen Kabeljau. Hier ist eine Wüste. Und wir haben Night Vision bekommen. Wie ich gerade sehe. Na gut, dann versuchen wir es hier nochmal. Aha, ist das der Richtige? Das ist der Richtige. Perfekt. Wir kommen einen Schritt weiter. Da haben wir die 18. Was kommt als nächstes Mob dran? Einen Lachs. Minecraft will mich auch ärgern, indem es mir einfach nochmal einen Fisch gibt. Minecraft weiß genau. Ha, er hat es gerade schwer mit dem Kabeljau. Gib mir ihm doch noch einen Lachs dazu. Was Minecraft aber nicht weiß, dass wir es auch hinkriegen werden. Ja, aber nicht hier und nicht jetzt, oder? Warum?
Wieso kein Gönner Minecraft? Oh, da ist der Gönner. Hätte ich mich nicht umgedreht, hätte ich es nicht gesehen, ne? Kommt her, hier. Zack. Da haben wir es schon. Das nächste Mob, das wir auf der Liste haben, ist ein Esel. Ich gebe zu, das könnte schwerer werden. Denn einen Esel zu finden, glaube ich, ultra schwer. Der ist auch nicht so häufig. Ist aber auch gar nicht, wo der spawnt. Dann suchen wir einfach mal ein bisschen. Wir haben ja 10 Minuten. Die haben ein Dorf, aber auf Elf in der Wüste gibt es keine. Wir haben hier nichts an guten Sachen. Müssen zwar jetzt so durchtasten, ob mir hier mal irgendwann mal ein Esel spawnt. Vielleicht übersehe ich auch einen, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, hier spawnt mal irgendwann mal ein Eselchen. Ja, okay, Leute. Wir nutzen unseren letzten Joker und versuchen hier nochmal was Neues rauszureißen. Mit einem neuen Mob. Wir bekommen einen Eisengolem. Das sollte wirklich machbar sein. Ich habe jetzt nicht genaue Koordinaten vom Dorf. Da war ein Dorf, aber das ist zu weit weg. Da fliege ich nicht hin. Aber Dörfer sind ja eigentlich überall mal. Ja. Da war auch irgendwo noch ein Dorf. Wir waren ja eigentlich erst gerade eben einem. Da ist das Dorf schon wieder. Mit Attacke. Zack. Nehmen uns hier den Eisengolem vor. Zack. Schnell ein bisschen wegrennen. 1, 2, 3. Machen wir vierten. Bam, bam, bam. Zack, und schon geschafft. Was brauchen wir als nächstes? Gib mir die nächste, ich bin on fire. Ein Axolotl. Das ist natürlich jetzt ein kritisches, wir müssen also einen Lush Cave befinden. Heißt, wir müssen auch schon nach einem Lush Cave Baum halten. Der bestimmt auch irgendwo hier in der Gegend sein wird. Sonst scheitert unser Run wirklich an einem Axolotl. Wäre auch in Ordnung, aber wäre nicht so geil. Dann wäre das Video auch rum. Eigentlich nur Glück bei der Generation hier. Ich fliege gerade vom Spawn weg, das heißt, irgendwo wird schon wieder eine Lush Cave auftauchen. Hoffentlich. Hehe. Und da muss man den Baum auch nur noch sehen, das wäre das nächste Problem. Ja gut. Das Gute ist, dieser Baum kann ja eigentlich fast überall, weil ich weiß, auftauchen. Wir müssen ihn noch wirklich sehen. Das wäre wichtig. Oh mein Gott. Das war gerade so knapp. Wäre ich viel höher gewesen, hätte ich wäre gestorben.
brauchen Portal. Wir brauchen alles nicht. Wir brauchen nur einen Lush Cave Baum. Darum kriegen wir schnell weiter. Da ist ein Tempel. Sehr cool. Junge, was ist das? Der Dripstone Cave. Die ist ja auch übelst cool gemacht hier. Die ist wirklich geil generiert. Ich glaube, Leute, das ist das Ende dieses Videos langsam, da wir auch wirklich nichts finden. Naja, dann soll es so sein, ne? Da dachte ich echt, das wäre ein Lush Cave Bomb, das sah echt so aus. Ja, Leute, dann würde ich sagen, was ist in diesem Video, Leute? Wir haben leider keinen Baum mehr gefunden, das war schade. Aber wir haben 23 Punkte geholt. Das war schon eine ordentliche Leistung. Und auf alle Fälle dafür nochmal ein zweites Video machen, wo wir dann nochmal diesen Rekord zu brechen. Und dann nochmal ein drittes Video wahrscheinlich, wo dann auch nochmal mit einem anderen Spieler gespielt wird. Aber ja, lasst auf alle Fälle einen Like unter diesem Video und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ich noch diesen Modus verändern soll. Mich sehr unterstützen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao!